Hallo und schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid zu einer neuen Sendung von Orga TV. Wie ihr seht, heute bin ich mal alleine hier und heute haben wir schon Halbzeit. Es ist schon die 7. Sendung von insgesamt 14 und wir freuen uns, dass ihr immer noch dabei seid. Kurz vielleicht zum Thema heute. Wir haben heute einen Studiogast, die Frau Fitsch vom Career Center. Zuerst einen Beitrag zum Career Center und dann das Interview anschließend. Dann auch ganz aktuell, weil ja die EM jetzt losgeht, haben wir da auch was für euch zusammengestellt. Und dann noch zum Schluss einen Lifehack zum Thema Plastiktüten. Also es wird auf jeden Fall spannend. Und dann würde ich auch sagen, fangen wir direkt mal an mit dem ersten Beitrag zu dem Career Center. Und den Beitrag, den zeigen wir euch jetzt. Sie sind vom Career Center hier im Stadlerzentrum. Wie läuft das denn ab? Wie kann man sich das denn vorstellen, was Sie machen? Okay, ja. Also wir haben unterschiedliche Aufgaben im Rahmen vom Career Center. Zum einen betreuen wir eine Jobbörse und eine Praktikumsbörse für Studierende und Absolventen. Zum anderen organisieren wir Veranstaltungen mit Firmen zusammen, wie Bewerbungstrainings, Unternehmen, die auf den Campus kommen und sich Studierenden vorstellen. Die Veranstaltungsreihe heißt Karriere in unserem Unternehmen. Und wir veranstalten aber auch beispielsweise Karrieremessen. Die nächste ist am 14. Juli, Meeting für Ingenieure, Naturwissenschaftler und Informatiker. Und darüber hinaus haben wir Online-Angebote wie Bewerbungsmappencheck oder aber auch Informationen, die wir auf unseren Seiten den Studierenden, Absolventen, aber auch den interessierten Unternehmen zur Verfügung stellen. Okay, also das heißt, wenn ich jetzt mich bewerben möchte und gerne mal jemand hätte, der über meine Bewerbungsmappe drüber schaut, kann ich die Ihnen hierher bringen und die werfen da mal einen Blick drauf? Genau, also entweder okay. Sie bringen sie selbst vorbei oder noch viel einfacher geht das, indem Sie sie uns online schicken. Dann dauert das in der Regel 3 bis 5 Werktage. Dann bekommen Sie von uns das Bewerbungsanschreiben und den Lebenslauf mit Korrekturvorschlägen zurückgesendet. Okay, das ist ja super. Das wusste ich alles auch gar nicht. Ich denke, wahrscheinlich geht es vielen anderen Studenten auch so. Und vermitteln Sie dann auch quasi Jobangebote jetzt an Studierende? Genau, also wir sind im ganz regen Austausch immer mit den Unternehmen hier, also gerade auch die Unternehmen hier vor Ort aus der Region. Da haben wir sehr, sehr gute Kontakte und Partner. Und es kommt auch tatsächlich vor, dass wir bei einer Bewerbung oder so, wenn ein Student uns seine Unterlagen vorbeibringt, sehen, okay, der wird jetzt zu dem und dem Unternehmen passen. Da kann man auch schon auch mal sagen, bewerb dich doch mal da oder ich weiß gerade zufällig, da ist eine Stelle ausgeschrieben. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass wir jetzt für jeden immer eine Privataudienz quasi in dem Sinne machen, aber wenn es sich gerade anbietet, machen wir das natürlich auch. Okay, und ist das quasi dann nur für Berufseinsteiger oder kann man das auch als Werkstudent quasi machen? Also das ist wirklich unser Credo an alle Studenten. Nicht erst anfangen mit der Jobsuche, wenn es quasi schon zu Ende ist im Studium, sondern wirklich schon während des Studiums ganz, ganz wichtig mit den Arbeitgebern in Kontakt treten, sei es über ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit, findet man bei uns auch alles, wie gesagt, in der Börse drin. Wir haben auch eine Facebook-Seite, wo wir auch jeden Tag immer noch mal auf ein anderes Angebot aus der Region hinweisen. Also alles, was wir so reinkriegen täglich in unsere Praktikumsbörse, da schreiben wir jeden Tag auch auf Facebook noch mal einen Post. Studenten, passt auf, hier habt ihr noch mal ein ganz interessantes Angebot auf jeden Fall. Wir arbeiten auch ganz eng mit dem International Office zusammen. Heißt, die Auslandspraktika, die das International Office reinbekommt, leiten die an uns weiter. Die sind auch in unserer Praktikumsbörse drin für alle die, die ins Ausland wollen und auch ganz insbesondere im Rahmen der UNIGR. Das richtet sich aber an Studierende aus allen Fachrichtungen, aus allen Fachbereichen, also nicht nur speziell. Also wir haben grundsätzlich, die Börsen sind für alle Fachbereiche immer offen. Wir sind da auch immer in sehr enger Absprache mit den Fachrichtungen selbst. Also es kam auch schon vor, dass eine Fachrichtung auf uns zukam und gesagt hat, hey, unsere Studis müssen ein Praktikum machen.
es ist ganz wenig hier in der Region zu finden, könnt ihr nicht mehr aktiv werden, dann gehen wir auch tatsächlich hin, gucken uns Firmen an, rufen die tatsächlich auch aktiv an, fragen nach, ob sie nicht ein Praktikum für die Studenten hier ausschreiben wollen. Also das ist, wie gesagt, für alle Fachrichtungen grundsätzlich offen. Es gibt manche Sachen, die sind, wie gesagt, für die eine Fachrichtung eher ausgelegt, wie jetzt das mit PBC, klar. Ich sag mal, ein Mechatroniker wird wahrscheinlich wenig Spaß daran haben, in der Wirtschaftsprüfung so und so eine Erfahrung zu machen. Aber grundsätzlich unsere Trainings, also alle unsere Sachen sind grundsätzlich auf jeden Fall für alle Fachbereiche ausgelegt. Okay, super. Jetzt habe ich gerade keine Fragen mehr so. Wollen Sie noch irgendwas erzählen? Ja, selbst. Ich sitze leider im anderen Gebäude. Ja, wir haben netterweise zum Glück auch Hilfsdamen, die da öfter dann auch mal, sonst würde das hier aussehen, wenn hier jeder immer nur seine dreckige Tasse abstellen würde. Es gibt ja auch extra eine Schublade, wo die dreckigen Tassen reinkommen. Vielleicht sollte man noch kurz auf Jobshadowing eingehen. Genau. Das wäre doch noch ganz nett. Ja. Ach, das habe ich schon mal gehört. Ha! Sehr ja. Gut. Ist das, wo man in ein Unternehmen kommt und quasi wie ein Schatten die ganze genau. Zeit folgt? Ah, okay. Wir haben noch eine Jobshadowing-Börse. Das ist eine Idee, die Frau Fitsch und ich aus der Taufe gehoben haben, weil gerade während des Semesters man aufgrund des vollen Stundenplans nicht so unbedingt dazu kommt, mal ein Praktikum zu machen. War unsere Idee wirklich, dass die Studierenden als Schatten einen Tag lang einen Mitarbeiter in einem Unternehmen verfolgen. Dazu haben wir auch eigene Ausschreibungen fakultätsübergreifend. Darauf kann man sich über uns bewerben und macht dann individuell einen Termin mit dem entsprechenden Firmenansprechpartner aus. Und sie verabreden dann einen Tag und eine Uhrzeit, bekommen zuerst was über das Unternehmen erzählt und dürfen dann den ganzen Tag der Person folgen. In Meetings, in Außentermine, was auch immer ansteht, können sich ein Bild über das Berufsfeld verschaffen und mal so reingucken, ob das überhaupt interessant ist, ob es sich auch lohnt, in dem Bereich vielleicht ein Praktikum zu machen oder ob man dann einfach direkt sagt, oh Gott, das habe ich mir komplett anders vorgestellt, das will ich überhaupt nicht machen. Und so hat man nicht sechs Wochen wertvolle Praktikumszeit vergeudet, ja, sondern kann einfach mal mit einem Reingucken mal in Erfahrung bringen, ob das wirklich das ist, was man sich eben auch vorgestellt hat. Und dann darf man aber auch schon Fragen stellen. Also man muss nicht so stumm sein wie ein Schatten. Nee, nein, wirklich nicht. Gar nicht. Also, es ist anders wie im Praktikum. Beim Praktikum wird man in der Regel ja auch aktiv irgendwo ein bisschen mit eingebunden, kriegt eigene Projekte, vielleicht kleine Projekte zugeteilt und so. Und das ist beim Jobshadowing wirklich auch nicht so, sondern man läuft tatsächlich nur hinterher, guckt sich es mal einen Tag an, wie gefällt mir das Unternehmen an für sich vielleicht auch. Ne, kann ja auch sein, dass ich mir vorstelle, boah, das Unternehmen X muss ich unbedingt auf jeden Fall hin. Und man ist dann einen Tag drin und stellt fest, ach du lieber Gott, besser dann doch nicht. Kann natürlich auch immer mal vorkommen. Und das ist dann natürlich schöner, wenn es in so einem Rahmen passiert, als wenn man schon den Festvertrag unterschrieben hat. Ja, und da sind wir auch schon wieder und die Frau Fitsch ist bei uns zu Gast. Ja. Schön, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Freue ich mich sehr. Ja, natürlich. Dann würde ich direkt schon mal als erstes fragen, wissen Sie denn genau, wie viele Studenten Sie schon erfolgreich vermittelt haben? Das ist für uns ganz, ganz schwer zu sagen, weil wir haben keine genauen Daten darüber. Das liegt einfach daran, dass unsere Jobangebote, die wir auf der Börse haben, eben jeder Student Zugriff drauf hat und muss sich nicht über uns direkt bewerben. Deswegen haben wir da keine Daten drüber vorliegen. Entsprechend freuen wir uns natürlich aber, wenn die Studenten in ihrer Bewerbung den Unternehmen eben auch schreiben, dass sie das Jobangebot bei uns auf der Börse gefunden haben und dann gegebenenfalls eben wir dann wiederum mit den mit
direkte Ansprache bei den Unternehmen erfragen können, hat sich denn jemand auf die Ausschreibung über uns beworben oder kamen überhaupt Bewerbungen von Studierenden der UDS eben ein. Und genau, so kriegen wir da so ein bisschen Rücklauf. Klappt ab und zu bei kleineren Unternehmen meistens ein bisschen besser als bei den ganz großen. Aber ist generell nicht ganz einfach rauszufinden. Also eine genaue Prozentlage kann ich Ihnen da leider nicht sagen. Nee, macht ja nichts. Und welche Unternehmen machen da mit? Welche kooperieren da mit Ihnen? Ganz unterschiedlich, wirklich. Wir haben sehr, sehr viele Angebote. Zum einen hier aus der Großregion, vom Saarland eben. Das sind von ganz großen Firmen wie Willerer und Boch. ZF schreibt manchmal bei uns aus. Das sind aber auch eben kleinere Unternehmen, keine Ahnung, Wollmaschinenbau, kleinere Rechtsanwaltskanzleien beispielsweise auch. Also da haben wir ganz buntes Portfolio eigentlich. Wir haben auch sehr, sehr viele Angebote aus dem Luxemburger Raum, was speziell eben auch für Wirtschaftswissenschaftler recht interessant sein dürfte. Genau, da kooperieren wir zum Beispiel auch mit PwC Luxemburg. Da haben wir demnächst auch wieder hier eine Veranstaltung. Zeige ich einmal ganz kurz. Ja. Veranstaltung, ein In-House-Day, also wo die Studierenden hier abgeholt werden und zur PwC hingefahren werden. Also das ist zum Beispiel auch ein Unternehmen, mit dem wir ganz viel zusammenarbeiten. Ja. Das ist ja echt interessant. Und jetzt gibt es ja unterschiedliche Börsen. Also diese Praktikumsbörse zum einen und die Karrierebörse haben Sie auch noch. Genau. Also speziell, also vielleicht können Sie mal kurz erklären, was da wo ausgeschrieben ist. Genau, das eine ist, wie gesagt, diese Praktikumsbörse. Darüber schreiben wir eben alles aus, was im Bereich des studentischen Lebens eben anfällt. Das Praktika, Werkstudententätigkeiten und Thesisthemen. Über die Karrierebörse schreiben wir tatsächlich dann klassische Absolventenstellen aus. Also wenn Sie dann fertig sind mit Ihrem Studium, können Sie eben in die Karrierebörse gucken und dann schauen, bei wem könnte ich mich denn noch bewerben. Gut. Und wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Also wenn ich jetzt, gucke ich eher online oder komme ich zu Ihnen, um dass Sie mir da irgendwie helfen, wenn ich jetzt irgendwas suche als Student? Also klar ist zumindest mal bei 18.000 Studierenden ist für uns natürlich nicht möglich, jedem Studenten einzeln zu helfen. Klar. Da wäre natürlich der erste Weg, gerne über unsere Börse einfach mal schauen, drüber gucken, was könnte für mich was sein. Dann direkt auch einfach, wie gesagt, bei den Firmen direkt bewerben, ohne über uns zu gehen. Und ansonsten, wenn Sie dann nicht fündig werden sollten, kann man auch immer mal uns nochmal anschreiben und sagen, hey, wir hatten kürzlich zum Beispiel einen Studenten, der gefragt hat, er hätte Interesse daran, im Bereich User Experience ein Praktikum zu machen. Und wenn man dann gerade zufällig weiß, welche Firmen ausgerechnet jetzt im Saarland in dem Bereich eben arbeiten, dann kann man natürlich auch mal einen Hinweis dahin geben. Okay, also da sind Sie aber schon dann. Helfen Sie den Studenten natürlich, wo es geht. Also es muss keiner einfach ohne irgendwelche Hilfe gehen. Und wenn wir nicht weiterhelfen können, wissen wir in der Regel, wer weiterhelfen kann. Okay, und jetzt haben wir auch in dem Beitrag ja schon gesehen zu dem Job-Shadowing, dass Sie es richtig aussprechen. Wie können Sie das mal erklären? Welche Unternehmen machen denn da mit? Da haben wir auch lustigerweise festgestellt, dass es weniger für die großen Unternehmen interessant ist, als vielmehr für die kleinen und Mittelständler. Job-Shadowing ist ein Programm, das wir seit jetzt ungefähr einem anderthalben Jahr ins Leben gerufen haben hier an der Uni. Ich sag mal, ist ähnlich wie ein Praktikum und überhaupt nicht wie ein Praktikum. Also man läuft einen Tag einfach nur als Student im Unternehmen mit, guckt sich alles einfach mal an, guckt sich an, wie ist das Unternehmen, wie ist, keine Ahnung, der Arbeitsbereich selbst. Also gefällt mir der Job an für sich überhaupt, den man sich da anschaut. Und das alles eben an nur einem Tag, weil wir eben auch schon festgestellt haben, dass es natürlich für viele Studierende ganz schwierig ist, so ein Praktikum unterzubringen. So ein zeitlicher Aspekt, eben. Und vor allen Dingen dann, wenn es dann darum geht, sich auch mal verschiedene Bereiche einfach anzuschauen. Also viele Studierende machen dann ein Praktikum, vielleicht mal noch zwei, und dann reicht die Zeit schon wieder nicht mehr, um vielleicht noch mehr Erfahrung oder mehr Einblicke in andere Unternehmen zu kriegen. Deswegen hatten wir diese Idee mit dem Job-Shadowing eben ins Leben gerufen. Wie gesagt, wo man sich ganz viele verschiedene Firmen angucken kann. Wie viele haben wir im Moment? Ich glaube, so um die 8 bis 10 Firmen müssten es momentan sein. Unter anderem auch die KWT hier an der Universität, von der ich auch bin. Wäre auch zum Beispiel die Möglichkeit, so einen Tag mal mit unserem Geschäftsführer mitzulaufen und zu schauen, wie funktioniert denn Universitätsleitung oder Abteilungsleitung an der Universität. Das ist ja auch interessant. Und DHC macht mit. DHC macht unter anderem auch mit, genau. DHC können wir ja schon, haben wir auch schon einen Beitrag drüber gezeigt. Und wie ist das? Also bewerbe ich mich dann konkret bei Ihnen und sage, ich möchte auf das und das Unternehmen oder
sage ich nur den Bereich und sie teilen mich irgendwie zu? Nee, genau. Also sie bewerben sich fürs Jobshadowing. Das ist so die Ausnahme direkt bei uns. Okay. Liegt einfach daran begründet, dass wir da so ein bisschen Überblick behalten möchten, wie funktioniert das Programm, wie sind auch die Rückläufe und so weiter. Deswegen, da das jetzt nicht die große Masse ist in dem Sinne, können wir das an der Stelle ganz gut eigentlich leisten. Das heißt, sie gucken sich an, welche Firmen bieten ein Jobshadowing an, schicken uns dann die Bewerbungsunterlagen. Wir leiten das wiederum weiter an die Firmen und dann können sich die Firmen mit Ihnen wiederum in Verbindung setzen und Termin ausmachen. Okay. Und haben Sie da irgendwie so eine Zahl, wie das Spiel da ungefähr, wie ist da so die Resonanz? Ja, wie gesagt, es ist nicht ganz so krass. Ich würde sagen, im Jahr 6-7 Anfragen, so die Kante. Also es hält sich momentan noch in Grenzen, kennt vielleicht auch noch nicht jeder. Es, wahrscheinlich. Genau. Vielleicht auch nicht unbedingt die Firmen dabei, wo jetzt jeder direkt hinrennen will mit dem ersten Gedankengang. Weil es halt nicht die Großen sind, die Namen, die man kennt ganz wahrscheinlich. Genau, ganz genau. Also wir haben, wie gesagt, auch bei größeren Firmen angefragt. Für die ist es tatsächlich aber sehr schwierig, so für nur einen Tag jemanden in uns Unternehmen unterzubringen. Und von daher sind es eben viele kleine und Mittelständler, die aber auch eben teilweise extrem, wirklich extrem interessante Arbeitsplätze eben haben. Und von der Warte her lohnt sich da auf jeden Fall immer auch ein Blick mal ins Unternehmen rein. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es einem vielleicht sogar gefällt, ne? Ja. Dann macht man vielleicht noch ein anschließendes Praktikum, vielleicht noch einen anschließenden Nebenjob und dann hat man vielleicht schon seine anschließende Absolventenstelle. Genau, ja. Und jetzt so aus Ihrer Erfahrung heraus, würden Sie das empfehlen, dass man auf jeden Fall ein Praktikum oder Werkstudententätigkeit macht? Ja, auf jeden Fall, bitte. Also wirklich kann ich jedem Studierenden nur empfehlen, das irgendwie möglichst im Studium unterzubringen, liegt einfach ganz schlicht und ergreifend darin, dass wir festgestellt haben und das mittlerweile auch wissenschaftlich belegt ist, dass ca. 30% aller Stellen überhaupt gar nicht mehr erst öffentlich ausgeschrieben werden. Das heißt, 30% der Stellen sind eigentlich schon besetzt, bevor sie irgendwie ausgeschrieben werden müssen. Entsprechend haben so 20 bis 30% der Studenten, wenn sie ihren Abschluss machen, schon den ersten Job in der Tasche, eben durch ein Praktikum oder durch eine Nebentätigkeit. Deswegen ist das eine unglaublich gute Möglichkeit, eben Arbeitgeber kennenzulernen, sich da schon Namen zu machen im Unternehmen, Fuß in der Tür zu haben und vor allen Dingen auch, sagt meine Kollegin immer so schön, klar, man ist Absolvent, man hat an der Uni studiert, man kriegt schon einen Job, aber ist es der Job, den man wirklich will? Das ist eben die große Frage und da eignet sich, wie gesagt, so ein Einblick ins Unternehmen unheimlich gut, um auch festzustellen, ist es das, was ich wirklich möchte. Und dann würden Sie jetzt sagen, Unternehmen legen wahrscheinlich auch mehr Wert darauf, dass man Praxiserfahrung hat, statt dass man in Regelstudienzeit Also das ist das, was wir zumindest mal von den Unternehmen so gespiegelt kriegen jetzt die letzten Jahre. Es ist nicht immer nur der 1-0er-Kandidat, der in Regelstudienzeit fertig wird. Das sind tatsächlich meistens sogar fast die, die dann auch in der Forschung bleiben möchten. Und viele Unternehmen gucken wirklich auch drauf, dass der Kandidat, der potenzielle Mitarbeiter, dann lieber ein bisschen mehr Praxiserfahrung mitbringt. Es muss ja auch nicht unbedingt, wie gesagt, so ein langes Praktikum sein, auch mal kleinere Praktika nebeneinander oder so. Eine Nebentätigkeit, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Kellnern ist, sondern schon mal was Fachnahes ist, wo man einfach so ein bisschen zeigen kann, dass man in dem Bereich schon mal was gemacht hat. Okay, das klingt sinnvoll. Ich hoffe. Ja, natürlich. Also das macht schon durchaus Sinn. Jetzt hatten Sie mir auch schon im Vorfeld erzählt, dass es ein bisschen schwierig ist, die Studenten auf Sie quasi aufmerksam zu machen. Ich muss ja zu meiner Schande auch gestehen, ich kannte die Praktikumsbörse, aber das, was Sie alles drumherum anbieten, war mir nicht so bewusst. Mhm. Also, dass Sie auch quasi Bewerbungsmappen da Hilfestellung anbieten oder auch spezielle Trainings oder eben sowas wie jetzt mit PwC, wo Sie uns da das Plakat mitgebracht haben. Das ist schwierig, haben Sie gesagt. Genau, richtig. Also wir haben jetzt wirklich in der Vergangenheit festgestellt, dass es ganz schwierig ist, die Studenten da überhaupt drauf zu bringen, auf die Idee da was zu machen. Das liegt, glaube ich, zum einen so ein bisschen an dem Fokus, wenn man Student ist, will man ja erstmal seinen Abschluss haben und seine CP kriegen. Da denkt man wahrscheinlich in der normalen Zeit noch nicht so wirklich an das, was eben danach kommt. Zum anderen stellen wir aber eben auch fest, dadurch, dass unheimlich viele Poster und Plakate an der Uni natürlich hängen, dann zieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Geht's ein bisschen unter. Ja, deswegen ist das immer dann so ein bisschen schade, dass ich glaube, wir könnten viel mehr Studenten ansprechen, wenn sie uns auch einfach mal wahrnehmen würden. Das ist ja auf jeden Fall für Studenten hilfreich einfach, weil das viele mehr wissen, dass das ja einem auch einfach hilft. Also ist ja nichts Nerviges, Aufdringendes, wo ja oft mit Plakaten hier alles zugekleistert ist, wo man sich denkt, oh, nicht schon wieder.
Das ist ja tatsächlich mal was Sinnvolles dazu. Dankeschön. Ja, ja. Also, wenn da irgendjemand auch Ideen hätte, jetzt an alle Studenten da draußen, wenn irgendjemand gute Ideen hat, wie wir euch noch besser erreichen können, gerne immer her damit. Einfach bei uns vorbeischauen, beziehungsweise anrufen, E-Mail schreiben. Genau, ja. Vielleicht zeigen wir einfach nochmal das Plakat. Ja, gerne. Zeig das mal. Genau, einmal in die Kamera halten. Genau, also das ist jetzt für PwC, genau, diesen Inhouse-D. Also da wird man von hier abgeholt, mit dem Bus fährt dorthin. Und guckt sich einfach einen Tag lang PwC, das ist eines der größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen weltweit. Und wie gesagt, auch gerade die Luxemburger, die sind immer ganz interessiert daran, deutsche Studenten auch kennenzulernen. Ja. Und von der Warte her, ist das eine super Gelegenheit, eben mal den Arbeitgeber von innen kennenzulernen. Es gibt auch bei der Veranstaltung auch so eine kleine Fallstudie zur Wirtschaftsprüfung. Also man kann es dann direkt auch mal versuchen anzuwenden. Von der Warte her, denke ich, eine ganz spannende Sache auf jeden Fall. Anmeldung einfach unter uni-saarland.de/career-center. Da gibt es einen Unterpunkt, der da heißt Veranstaltungen. Und darüber kann man sich dann eben zu der oder auch zu den ganzen anderen Veranstaltungen, die wir haben. Okay, also und auf dem ist immer so ein CC. Genau, also wir haben verschiedene CCs. Es gibt CC. Genau, also wenn CC, ihr das Plakat richtig seht, einfach CC mal durchlesen, ist interessant. Danke. Naja, muss man jetzt mal so sagen, wie es ist. Gut, dann war es ja super, dass Sie heute hier waren. Ja, und wir hoffen, haben wir ein paar Studenten erreicht, die sich jetzt denken, da frage ich doch mal nach. Sie dürfen sich gerne noch was Süßes nehmen. Oh, Kinder kann schon. Das ist klasse. Vielen Dank. So, dann recht herzlichen Dank auch. Gerne. Ja, und eine gute Sendung noch. Ja, hoffen wir mal. So, dann kommen wir jetzt zu was ganz anderem. Am Freitag fängt nämlich die EM an in unserem schönen Nachbarland Frankreich. Und da haben wir auch für euch so ein bisschen Fakten und Regeln zusammengestellt und auch mal ein paar Studenten gefragt, ob sie denn die Regel tatsächlich so gut können, wie man das vielleicht können musste. Den Beitrag, den seht ihr jetzt. Die Geschichte der beliebtesten Sportart der Welt in ihrer modernen Form reicht bereits über 100 Jahre zurück. Alles nahm 1863 in England seinen Lauf, als der Fußball sich vom Rugby-Sport löste und der englische Fußballverband gegründet wurde. Die erste Interessenvertretung des Fußballs war entstanden. Doch obwohl es den Fußball schon so lange gibt, wissen einige immer noch nicht über die Regeln Bescheid. Wir waren für euch unterwegs und wollten klären, was Abseits, Foul und Elfmeter eigentlich bedeuten. Könnt ihr mir sagen, was Abseits ist? Nein. Du kannst es bestimmt. Ja, also... ich mag es nicht erklären. Ja, komm. Wenn es um eine Torschance geht, also wenn alle nach vorne laufen und die gegnerische Mannschaft halt den Ball zugespielt bekommt und praktisch der vorderste Spieler von denen vor der gegnerischen Mannschaft steht, sozusagen. Oh mein Gott. Wenn der Ball irgendwie ins Eck kommt und zwei Fußballspieler weit davor, ich weiß es nicht genau, irgend sowas. Wenn der letzte Spieler vorm Tor, Moment, schaff's gleich. Wenn kein gegnerischer Spieler zwischen Tor und der anderen Mannschaft, die den Ball hat, während dem Abspiel steht. Ich hab's nicht verstanden, was Sie so gesagt haben. Gesagt. Weißt du, was ein Abseits ist, die Definition? Ja, Penalty. Ja, ich weiß das. Was ist das? Das ist eine Position oder Fußball. Okay, was ist ein Abseits? Ich weiß es oder was? Okay, mach meine Schokoladenseite, ja. Das ist, ich kann das nur unter uns Frauen erklären, wenn du an der Kasse stehst und ich dir Oberteil zuwerfe, glaube ich, das ist Abseits. Glaube ich. Mit Fußball, glaube ich, ist es dann so ähnlich. Ein Spieler steht dann im Abseits, wenn er bei Ballabgabe näher zum gegnerischen Tor steht als zwei Verteidiger. Weißt du, was ein Foul beim Fußball ist? Ja.
Boah, das ist jetzt schwer. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich weiß, was das ist. Was ist ein Foul? Ja, wenn man sich unsportlich verhält und ja, eine Tätigkeit gegen einen Gegenspieler macht. Irgendwas unverläuft und gefälscht wird. Wenn man regelwidrig einen Zweikampf führt, dann ist damit faul gepfiffen. Wird ein Spieler im Strafraum der gegnerischen Mannschaft gefoult oder begeht ein Spieler der verteidigenden Mannschaft dort ein absichtliches Handspiel, hat dies einen Elfmeter zur Folge. Dass die gegnerische, also eine der Mannschaften, einen Freistoß hat, also quasi einen Ball bekommt und anfangen darf oder so. Freistoß einfach nur nach einem Foul, bekommt die Mannschaft, die gefoult wurde, Ballbesitz und führt dann den Freistoß aus. Ein Spieler verursacht einen direkten Freistoß für das gegnerische Team, wenn er einen Gegner tritt oder versucht, ihn zu treten, einem Gegner das Bein stellt oder es versucht, einen Gegner anspringt, ihn anrempelt, ihn schlägt oder versucht zu schlagen, ihn stößt oder aber bedrängt. Ja, also, ich sag noch mal ganz kurz was zum Career Center. Das habe ich nämlich vergessen eben zu zeigen. Wir hatten nämlich auch noch so, ich zeig's mal hier rein, sie hat uns auch noch so schöne Gewürzmischungen mitgebracht. Oder zeige ich es hier rein? Also, auf jeden Fall lohnt sich da ein Blick auf die Internetseite. Und jetzt zu Deutschland. Wir haben auch hier den Spielplan für euch. Ich weiß nicht, kann man das erkennen? Nee, ne? Ist zu hell wahrscheinlich. Erkennt man nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall tragen wir hier immer alle Ergebnisse ein. Oh, jetzt sieht man es doch. Ah, einigermaßen. Deutschland spielt in Gruppe C. Ja, da sieht man es doch. Da ist Deutschland. Gruppe C. Das erste Spiel ist am Sonntag um 21 Uhr. Wir werden aber auf jeden Fall für euch immer hier auch die Ergebnisse eintragen und auch im B41 an unserer Orga-TV-Wand ein Plakat aufhängen. Falls ihr dann mal ein Spiel verpasst habt, könnt ihr euch dort auf jeden Fall immer informieren, wie es ausgegangen ist. Und dann könnt ihr auch mal noch einen Blick darauf werfen, was die nächsten Wochen bei Orga-TV kommt. Genau, auf jeden Fall machen wir jetzt weiter noch. Einen Beitrag haben wir noch und zwar über Plastikflaschen, hatte ich ja eben schon angekündigt. Wieder ein paar super interessante und nützliche Lifehacks. Und den Beitrag, den zeigen wir euch jetzt. Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Lifehack-Sendung mit mir. Diesmal habe ich für euch das Thema Plastikflaschen. Ich persönlich kaufe meine Flaschen, vor allem meine Wasserflaschen, oftmals in Frankreich drüben, weil sie dort einfach ein bisschen billiger sind. Das Ding ist nur, die Flaschen in Frankreich haben keinen Pfand drauf. Und als ich bei mir die Flaschen wieder angesammelt habe, wollte ich sie diesmal nicht einfach nur wieder wegschmeißen. Und da dachte ich mir, zeige ich euch ein paar Tricks, was ihr mit diesen Flaschen noch anstellen könnt, bevor ihr sie wegschmeißen müsst. Legen wir gleich mal los. Für unseren ersten Lifehack braucht ihr nur eine kleine Flasche Wasser und ein paar Knicklichter. Und zwar nehmt ihr ein paar Knicklichter raus, brecht die, fangt dann schön an zu leuchten, öffnet die Flaschen, das Ganze einfach da reinlegen, zumachen und fertig. Den Effekt seht ihr erst, wenn es ganz dunkel ist. Der nächste Hack ist für alle Bäcker unter uns. Dazu braucht ihr nur wieder eine kleine Flasche, ein Feuerzeug und Zahnstocher. Dafür schraubt ihr erstmal den Deckel ab und erwärmt es mit dem Feuerzeug. Nur vorsichtig dabei, nicht dass es euch auf den Finger tropft. Und stecht dann vorsichtig mit dem Zahnstocher da rein.
Sand schon mal vorsichtig rausziehen. Die Spitze etwas abschneiden. Und Deckel wieder drauf. Und fertig ist eure Gebäckspritzer. Ein weiterer nützlicher Trick für unsere Bäcker ist die Trennung vom Eiweiß und Eigelb. Dazu nehmt ihr nur die Flasche, drückt sie von hinten ein bisschen aus, legt es aufs Eigelb und lässt die Flasche wieder locker. Und wieder ausdrücken. Und schon habt ihr das Eigelb vom Eiweiß getrennt. Falls ihr mal irgendwo unterwegs seid und ihr habt keinen Löffel, könnt ihr euch aus einer Flasche einen Löffel rausschneiden. Dazu nehmt ihr am besten ein Edding und zeichnet euch eine Löffelform drauf. Wenn ihr dann diese Löffelform habt, könnt ihr noch die Spitzen ein bisschen ausschneiden. Damit ihr euch nicht damit sticht. Und am besten noch mit einem Feuerzeug über die Kanten gehen. Schon habt ihr einen voll funktionsfähigen Löffel. So, da sind wir wieder am Ende angekommen. Das Ganze sollte eigentlich ein Einteiler werden, aber da es ziemlich viele coole Sachen gibt, was man hier mit den Flaschen noch alles machen kann, wollte ich euch natürlich auch nichts vorenthalten. Deswegen habe ich einen Zweiteiler draus gemacht und den seht ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet natürlich wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Ciao. Ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Wir hoffen natürlich, ihr seid jetzt super informiert zum Thema Karriere und zur EM und natürlich auch über ein paar interessante Ideen, die ihr mit einer Plastikflasche machen könnt. Und nächste Woche seid ihr hoffentlich auch wieder dabei. Da haben wir auch wieder einige spannende Themen für euch, unter anderem über den Friseur hier an der Uni, den Campus. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Und nächste Woche seid ihr wieder dabei. Und für die Mädels unter euch, nochmal ganz kurz zur Erinnerung, wenn ihr am Wochenende Fußball schaut, könnt ihr damit bestimmt gut punkten. Wenn du an der Kasse stehst und ich dir Oberteil zuwerfe, glaube ich, dass es abseits ist.